Hallo. Darf ich das zurückgeben? Ich bin total gespannt und frag mich, was du wohl trinkst. Ich würde jetzt fast mutmaßen, nix. Nix? Ja, so kein Bier, kein Schnaps. Ich bin in einer Kneipe. Bier? Oh, toll, zwei Bier, Frau Müller, wie ich gesungen habe. Ich habe den Text nicht aus der Flasche hier, ne? Nein, nein, das wird frisch gezapft. Von Frau Müller gezapft. Ja. Wollen wir uns hinsetzen, Cordula? Ja, sehr gern. Bitte. Ach, das ist ja hier sehr schön eingerichtet. Es ist ganz schön. Cordula. Ja. Was ich ja so toll finde, dass du Therapeutin bist. Familientherapeutin. Familientherapeutin. Ja, worum aber geht's? Wahrscheinlich, was ist los? Ach, so viel. Oh. Ja, ich habe Zeit. Man müsste eigentlich über den ganzen Werdegang auf der Bühne und so sprechen. Ich finde aber dieses Ganze mit Familienaufstellung und so weiter eigentlich viel, viel spannender. Nun, liebe Ina. Danke. Hast du denn deine Komm. Ganze Familie dabei? Nein. Nein. Komm doch. Das ist gemein, vor dem ersten Schluck. Wir machen das anders. Du bist ja mit zwei Brüdern, also Familie, quasi zwei Brüder, ja, die beide relativ viel älter waren, als du aufgewachsen. Ja. Und dein kleiner Bruder war von dir immer ein bisschen genervt, wenn er dich mit zum Einkaufen nehmen musste. Dein großer Bruder, der fand dich immer schon toll und du warst immer seine kleine Schwester. Ja. Der hat immer gesagt, das ist meine kleine Schwester. Das macht er heute noch. Und du warst auf einem katholischen Mädchengymnasium. Mhm. Wahnsinn. Ja, wird man deswegen, weil man auf ein katholisches Mädchengymnasium geht, eigentlich Familientherapeutin, ja, weil man, ja, ist doch so, ja, oder nicht? Ja, ja, ja. Weil also auch aus meinem Jahrgang sind alle Familientherapeutinnen geworden. Ehrlich? Ja. Ja. Brauche ich als vierte von fünf Mädchen nicht unbedingt eine Therapie? Ja. Wäre jetzt mal so eine Frage. Hast du noch keine gemacht? Noch nie. Du hast noch nie eine Therapie gemacht? Ich bin ja so ein bisschen wie du. Du regst dich in deinen Interviews oft auch darüber auf und sagst, wer sich heute alles Therapeut schimpft und wenn die so ihre Floskeln loslassen. Und du hast es halt wirklich gerade Familientherapie, glaube ich, von der Pike auf drei Jahre praktisch auch immer noch gelernt. Und ja, das war ein bisschen empfindlich. Neben der Arbeit, ganz toll. Das ist fürs Gespräch auch schön. Ja. Wenn man was sagen will, was man aber nicht gehört haben. Dazu neige ich. Ich gucke dich zwar dann noch an, aber ich denke dann schon, der Buddha hat wirklich einen Wahnsinnsbauch, der da hinten in der Ecke sitzt. Gemein, ne? Ich glaube, ich wäre therapieresistent. Das ist das eine, was schwierig ist. Einiges möchte ich, glaube ich, auch nicht wissen. Was mich vor allem noch interessiert, als Frage, ich habe ja selber keine Kinder und du schreibst ja über dein Kind, das ist das größte Glück, was dir passiert ist. Ist dein Kind so wie du? Der ist eine Mischung aus meinem Mann und mir. Das merkst du? Ja. Woran merkt man das? Der ist sehr fußballbegeistert, Mama nicht. Der ist sehr lustig, aber das ist auch eine Mischung aus uns beiden. Mein Mann ist auch lustig. Was macht man mit einem unlustigen Mann? Sich langweilen. Ist das doch das Wichtigste, dass ein Mann witzig ist? Ja, er sollte nicht schauderhaft aussehen. Das ist schon auch wichtig. Aber lustig soll er sein. Soll er sein? Ja. Wer ist denn komplizierter in so einer Therapie? Der Mann oder die Frau? Oder kann man das überhaupt nicht generell sagen? Das kann man überhaupt nicht generell sagen. Nee? Nein. Immer so das gleiche Bild, dass der Mann ist so ein Mann nicht so, dass der sich ein bisschen eher in einer Beziehung so auch einlebt, eingeruft und sagt, auch ist so gemütlich hier, komm, nicht trennen, das ist so anstrengend. Also die Frauen machen schon mehr Stress, das ist einfach so. Ist Fangen doch klar. Nach 15 Jahren nach Mallorca, um mit Roche durchzubrennen oder sowas. Ist das nicht eher so? Mit Roche? Ja, oder so irgendwie. Irgendwas Spanisches mit Roche. Vielen dunklen Viel Haaren. Viel Spaß mit Roche. Okay. Mit Roche den Georg verlassen. Das ist auch knickknack. Ich höre das doch ab und zu mal, nicht? Ja. Leidenschaft, Feuer und so. Du, wir gehen mal wieder ein bisschen dahin. Ja, hin zur Bühne. Guck mal, da steht Job, geweint, Bühne. Ja. Süß, ne? Ja. Und dann war sie da. Alles bunt hier. Ja, Annemie. Ja. Annemie Hülchrath. Ja. Jetzt gibt es sie im Moment nicht mehr. Gibt es sie nicht mehr, weil du hast dann irgendwie gesagt, es wird schwierig. Ich wollte sehr viel Cordula mal zeigen und ich war immer nur Annemie. Wird man ein bisschen gaga, wenn man so eine komplett andere Rolle spielt?
Nee, ich habe ja bis jetzt alles irgendwann eine Zeit lang gemacht und alles irgendwann wieder aufgehört. Und Anämie habe ich dann auch irgendwann aufgehört. Also ich mache immer gerne etwas und danach mache ich was Neues. Du bist gut im Aufhören, ne? Ja. Haben wir auch wieder eine Parallele. Schillerstraße habe ich aufgehört, obwohl es noch sehr erfolgreich war und ich war fertig damit. 111 Folgen hast du gemacht. Richtig. Das ist viel. Ja. Da ging ja mit Schillerstraße doch eigentlich dann auch die Wahnsinnspopularität los. Du konntest ja nicht mehr mit den öffentlichen Verkehrsmitteln fahren, was ja du immer brauchtest, um Programme zu schreiben, weil man da die lustigsten Sachen erlebt. Wie bist denn du dann gefahren? Selber Auto oder was? Ja, Taxi oder Auto, ja. Ja. Und war das nicht dann auch doof? Das war das Schöne an Anämie. Taxi ist auch komisch. Anämie war doch, da konntest du doch machen, was du wolltest. So haben ich die hatte Leute letztens einen Taxifahrer, der hat immer gesagt, ohne Worte. Echt? Ohne Worte. Zu allem. Der hat irgendwie, der hat rausgeguckt, der hat an der Ampel gestanden und das Nachbarauto angerufen, ohne Worte. Und dann Radio lief. Nee, ich habe mir den einfach nur angeguckt. Herrlich, ohne Worte. Und dann mit so einem Gesicht, ohne Worte. Du hast auch mal zwei Omas im Bus irgendwo erlebt, wo die eine immer sagte, was ist das für eine schnelllebrige Zeit? Nee, nein, das waren zwei Männer, die hinter mir saßen. Ach so. Und die haben sich unterhalten. Und das Ende des Gesprächs war von dem einen zum anderen, ja, es ist eine schnelllebrige Zeit im Moment. Im Moment. Im Moment. Es ist eine schnelllebrige Zeit im Moment. Ab und zu fahre ich aber jetzt auch wieder Bahn. Im Moment mache ich ja wenig. Und das finde ich großartig. Ich sitze zu Hause und schreibe mein Buch. Und weiß schon wieder ein neues? Ja, ich sitze gerade am zweiten. Es macht so einen Spaß. Es ist auch so, das ist schön. Du hast in dem Hypochonderbuch über diese Leihschlittschuhe erzählt, was da an Pilzkulturen und so weiter los ist. Erinnerst du dich? Ja. Ich habe da nie drüber nachgedacht, da war es so eklig. Ja, oder Hotelbettkissen. Nein, ich möchte nicht. Da sind die da ist ja nur, Hotelbettkissen haben ja nur einen ganz dünnen Baumwollbezug. Ja, was da losgeht. Ich finde und vor allem auf dem Kissen selbst liegst du mit vielen ja, Vorgängern. Und riechst du denn nicht auch oft, was es für ein Hotel ist, ob es ein Tagungshotel ist, wo die Vertreter ankommen? Da gehe ich gar nicht hin. Da gehe ich nicht hin. Ich rieche es und es riecht nach fettigen Haaren auf dem Kopfkissen. Das ist hart. Fettiger Nacken auch. Fettiger Nacken. Und fettige Haare in Kombination mit. Ich sag's nicht. Ich hab. Ist manchmal egal. Gibt es Sachen, da bin ich ganz kurz davor, Männer nicht mehr sexy zu finden. Und dann hole ich mich wieder durch tiefes Durchatmen runter und sage, Lasso, wir haben auch Sachen, die vielleicht nicht so wir schön sind. Wir haben auch einen fettigen Nacken, ja, brauchst ja du gar nicht meinen. Aber der ist dann... Aber unser...